Hallo und herzlich willkommen bei Nano. Eine Frau wird vergewaltigt, zwei katholische Krankenhäuser lehnen es ab, sie zu behandeln und womöglich die Pille danach zu verschreiben. Ein Fall, der etwa vor einem Jahr für großes Aufsehen sorgte. In Zukunft sollte es die Pille danach, die den Eisprung verzögert, ganz ohne Rezept geben. Dafür hat sich heute der Medizinsachverständigenrat ausgesprochen. Was in anderen Ländern wie der Schweiz schon längst praktiziert wird, ist hierzulande politischer Sprengstoff. Wie twitterte ein CDU-Politiker, das sind doch keine Smarties. Ach was. Die Pille vergessen, ungeschützter Verkehr, eingeplatztes Kondom. Nach einer betörenden Nacht kommt manchmal das nüchterne Erwachen, dann die Angst und eventuell die Pille danach, die den Eisprung und eine ungewollte Schwangerschaft verhindern soll. Die Pille danach, ein Notfallverhütungsmedikament. Mehr als 400.000 Mal pro Jahr wird sie verordnet. Fast ein Drittel der Patientinnen ist unter 20. Es gibt zurzeit auf dem Markt zwei Präparate, nämlich das Präparat Pidana, Pille danach, das Norgestrel enthält, und das Präparat Ella-One, das Uliprestal enthält als Pharmakon. Beide Präparate sind geeignet, in den Tagen vor der Ovulation, also in den Tagen, in denen, bevor eine Befruchtung überhaupt zustande kommen kann, diese Befruchtung im letzten Moment auszubremsen. Sie verzögern den Eisprung, so lange, bis die Spermien verendet sind und sie das Ei nicht mehr befruchten können. Damit wirken sie verhütend. Doch Vorsicht! Bei dem Präparat Ella-One mit dem Wirkstoff Uliprestal kann nicht ausgeschlossen werden, dass es auch nach dem Eisprung noch wirkt und die bereits befruchtete Eizelle daran hindert, sich in der Gebärmutter einzunisten. Damit hätte es eine abtreibende Wirkung. Genau deshalb geht es in der aktuellen Debatte um eine rezeptfreie Abgabe der Pille danach ausschließlich um das Präparat Pidana, bei dem laut Experten eine abtreibende Wirkung ausgeschlossen werden kann. Ja, nun ist also die Politik gefragt. Und nochmal, ganz wichtig, es geht nur um ein Präparat mit verhütender, nicht mit abtreibender Wirkung. Zählen sollten jetzt nur mögliche medizinische Nebenwirkungen und keine politischen. Sie können hunderte Jahre alt werden, aber wir selbst nutzen sie gerade mal ein paar Minuten. Plastik